Okay, super, prima. Dann unsere Rubrik Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Da stellen wir halt immer so ein paar Sachen vor, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie handelnder und nicht behandelnder sein. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und da haben wir diesmal was Interessantes, nämlich bald ist der Tag der Klimademokratie. Das ist ein spannendes Ding. Da kann man unten diesen die URL eingeben und am 29. April, man kann sich da anmelden als Organisation oder als Einzelperson. Und auf der anderen Seite trifft man dann politische Entscheidungsträger. Und den kann man nämlich dann mal Fragen in den Bauch stellen, in den Bauch hineinbohren. Nämlich zum Beispiel sowas wie: Warum habt ihr kein Interesse daran, irgendwie die Klimakrise abzuwenden? Oder welche Interessen stehen da im Hintergrund? Oder ne, wie reagiert denn die Börse, wenn der Mensch ausstirbt oder so? Also das Spannende ist, was ich festgestellt habe, es ist mal super interessant zu hören, wenn man sie dann fragt, was denkt ihr denn, was die Klimakrise in 30 Jahren so bewirkt? Weil dann die tatsächlich anfangen mit irgendwo säuft man eine Stadt irgendwo ab oder dann irgendwie ein Eisbär rutscht dann irgendwie traurig ins Meer so und gar nicht begriffen haben, was für eine unmittelbare Gefahr für das unser Leben hier das darstellt. Oder wenn man eben auch fragt, wie viele Tote glaubst du denn, hat denn die Klimakrise in Deutschland? Da kommen die eben nicht darauf, dass in Europa ein Promille der Bevölkerung letztes Jahr an Klimakrise gestorben ist, sondern die sagen dann so, ja, irgendeine Oma wird es bestimmt zu heiß gewesen sein. So, ne? Also auch das oder eben viele andere Fragen kann man an dem Tag stellen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil wenn man hier das, was Katja vorhin gesagt hat, sich nämlich mal geschickt koordiniert oder vielleicht das eine oder andere sich mal überlegt, so, dann könnte man vielleicht damit was zeigen. Weil diese ganzen politischen Prozesse, es gibt ja schon etwas wie eine außerparlamentarische Opposition. Siehe Querdenker. Ja, Querdenker so haben einfach nur durch Lautstärke das geschafft, dass auf einmal so ein neuer Ton in Gesundheitspolitik hineinkam. Oder wenn du überlegst, dass seit über 10 Jahren Pegida halt irgendwie über irgendwelche ostdeutschen Städte marschiert und dort halt eben bleiernden Rassismus vor sich hinträgt und dann eben gesagt wird, den muss man ernst nehmen und damit eben kooperiert man das. So, was ich sagen will, ist, wenn andere Gruppen auch für ihre Sachen entsprechend laut werden oder solche Sachen, Formate entsprechend nutzen, dann kann sowas natürlich auch zeigen, dieses, oh, vielleicht muss ich das doch ernster nehmen. So, und deswegen, also das ist eine schöne Gelegenheit, was zu machen, ohne jetzt tatsächlich einen ganz großen Aufwand zu treiben. Und nicht vergessen vorher, 3.3. globaler Klimastreik. Sollte Genau. ich hier auch nochmal explizit aus dem Chat sagen. Genau. Das kommt, Mitmachen, dabei beim sein. nächsten Mal kommt dazu noch ein Beitrag, ja. Sehr gut. Da bin ich in München und halte eine Rede. Sehr gut. Ah, sehr cool. Sehr schön. Also gibt es sogar jetzt noch einen weiteren guten Grund, dahin zu gehen in München. Ne? Vor allem Jens, du bist ja da in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, so, ne? Das kann sein, dass wir uns da dann begegnen.